Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Huch. Ah, schau mal da. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Bitte was? Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann sind Ries und Roth zusammen? Merke ich das richtig? Ich bin in so logischen Sachen nicht sehr gut, also ich hoffe mal, dass es so ist. Ah, Bergungsgut. Bringt nichts. Ah. Oh, doch nicht. Oder erstmal hier hoch. So, ne, mit. So. Ein Tagebuch von ihr? Nein. Gut, dann können wir wieder weitergehen. Oh, Pfeile. Aber wie kommen wir dahin? Genau. Jetzt kommen wir da auch wunderbar hoch. Ups. Jetzt kommen wir da wunderbar hoch. Oh Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir... Was zum Teufel? Was? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. Gut, dass ich das Gas da gesehen habe. Ah, Geocage. Ja, natürlich alles mit. Oh, da geht's auch noch weiter. Oder es wäre da weitergegangen. Jetzt heißt es klettern. Den nimmst du auch noch mit. Es regnet. So. Boah, mal richtig hinsetzen. So. Große Sonnenkönigin. Diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit euch sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Lautloser Axtkill. Der brütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder.
Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Preist die Sonnenkönigin. Habt ihr was gehört? Mal sehen, ob ich was finde. Zeithilfe, schnell! Massenkill! Krass. Also das mit dieser Sonnenkönigin wird mir immer unangenehmer. Oh, was haben wir denn hier? Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Echt? Also ich weiß nur noch, dass man damit im Sommer wunderbar schön kalte Luft sich zufächern kann. Da hinten haben wir bestimmt auch noch was. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Ah! Wow, ich glaube, ich renne jetzt mal ein bisschen. Fuck! Nein! Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit... Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. So, ich warte noch mal, bis der da seine Runde gedreht hat. Nicht umdrehen. Ganz leise. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel?
Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Kannst du laut sagen. Ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Die sollen mal da keinen Mist machen. Ich hol die da schon runter. Hier läuft eine komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Witz. Du Mann, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. Ich habe eine Idee. Na toll, einen eigenen Charles Manson haben Sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Nein, nicht sehr gut. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Ein Gegengewicht, wir können alle zusammen hier raus. Okay, was jetzt? Das Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Ah, ich weiß wie. Moment. Jawohl. Fuck. Pass auf, wo du stehst. Alles stürzt ein. Okay, gar nicht gut, gar nicht gut. Ja, ja. Ich mach schon. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja, und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechseln, ne? Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.